Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Und zwar wollen wir heute wieder 5 Paragon-Kisten aufmachen. Und dazu war ich wieder fleißig, habe ein bisschen Paragon-Kisten gefarmt. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal eine von den Essenzen rausbekomme, beziehungsweise vielleicht das Mount von den Ankuanern, was ich noch brauchen kann. Und dazu habe ich jetzt einmal eine Rossbolzen-Kiste, dann eine von den Ankuanern, eine von den Champions von Azeroth und ja, noch eine von der Sturmwacht. Oh, und hier haben wir schon mal einen Aal drin. Den brauche ich aber tatsächlich nicht, weil ich den schon habe. Und dann habe ich auf dem Hordenchar auch noch eine Kiste, dass es dann auch wieder 5 sind. Dann schauen wir in die nächste rein, da haben wir nur Gold drin. Jetzt wird es interessant, hier kann mein Mount drin sein, beziehungsweise meine Essenz. Oder ich kriege auch nichts daraus. Ah, ich habe einfach kein Glück. So, komm, jetzt haben wir ein bisschen rumgeheult. Rossbolzen. Auch nicht, okay. So, eine einzige Kiste habe ich jetzt nur über. Und zwar mit meinem Hordenschar. Dort habe ich nochmal eine von den Ankuanern, beziehungsweise von den Entfesselten. Ah, 5-mal nix. Bis auf den Aal, der glaube ich noch 20 Gold wert ist, habe ich leider nichts gekriegt. Ja, blöde Sache das. Ich hoffe, das nächste Mal habe ich ein bisschen mehr Glück. Das Mount hätte ich schon ganz gern jetzt mal gehabt, beziehungsweise mal so eine Legendary Essence. Ja, sollte nicht sein. Ich habe aber ein bisschen Dings noch gefarmt. Wo haben wir es denn? Ein bisschen was von diesen Ersatzteilen. Und dementsprechend möchte ich die dann alle mal einsetzen gegen diese Ruftokens. Und sobald ich die einsetze, müsste ich wieder eine Kiste zusammenkriegen. Ich habe nämlich schon 72 Stück zusammen und die möchte ich quasi dann einsetzen, wenn das nächste Mal der Dunkelmond-Jahrmarkt ist. Und da gibt es ja dann noch ein bisschen extra Ruf und dann ja, müsste ich wieder relativ schnell an Kisten kommen. Gut, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon Legendary Essence oder das Mount rausgezogen habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.